Schönen guten Morgen. Ich habe heute so viel zu erzählen, dass ich gar nicht weiß, wie ich das alles in eine Kaffeetasse kriegen soll. Wahrscheinlich müsste ich 3 Kaffeekannen nehmen. Sabine, die heute mit mir hier in Kankorem sitzt, macht die Kamera. Und da habe ich gesagt, wir müssen jetzt mal hier entscheiden, was ich für ein Thema nehme. Und dann sagte sie, verkaufen, was ganz gut ist, weil dann kriege ich auch gut den Dreh zu dem Thema, was ich mir auch überlegt hatte. Also erstmal zeige ich euch die Kaffeetasse. Das ist eine neutrale weiße, weil es geht ums Thema Verkaufen und das ist so umfangreich, dass ich dachte, ich nehme jetzt keine bemalte und keine wunderschöne. Ich glaube, Ikea 1 Euro. So, Thema Verkaufen. Ich hatte euch erzählt, dass ich ja diesen einen Winter diese ganzen Kringel gemalt habe. Da gibt es auch noch ein paar kleine Geschichten zu, aber die erzähle ich irgendwann mal ein anderes Mal. Das war der eine Winter. Und der andere Winter, jeden Winter hier auf Mallorca in der Finca Cancorem gab es so ein bisschen die Verzweiflungswinter, die, was mache ich denn den ganzen Winter? Es wird dunkel, es wird immer kälter, man kriegt irgendwie seinen Hintern vom Sofa aus Campos nicht nach Palma, wo kulturell was los ist. Und dann habe ich immer gedacht, okay, ich muss irgendwas machen, ich muss mich irgendwie beschäftigen. Und oft ist es ja nicht unbedingt das Ziel, was wichtig ist, sondern auch der Weg dahin. Und nachdem das Jahr der Kringel vorbei war, lieber Markus, dir hat das gefallen mit den Kringeln, ne? Habe ich gedacht, ich stricke jetzt. Ich habe mich daran erinnert, dass ich in den 80ern mal wie eine Blöde gestrickt habe und bin dann zum heiligen Chinesen hier in Campos und habe Wolle gekauft. Du musst mir mal sagen, ob man das gut sieht. Sehr Ja? Und jetzt ist es ja so, das darf ja nicht so schwer sein und so anspruchsvoll. Das muss ja produktiv sein und schnell. Und es muss auch gut aussehen. Und was ich gemacht habe, war, ich habe die Muster gestrickt, also diese Lappen da, ne, mit einfachen Strickmustern, habe die mit den dicksten Nadeln meistens gemacht, weil dann hat man so einen Lappen fertig gehabt beim Tatort nach 1,5 Stunden. Und dann bin ich zu meinem geliebten Ikea gerast und habe, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, da gab es oder gibt es jedes Jahr diese Filzdecken für 5 Euro. Und die haben immer verschiedene Farben. Und in meinem, mir ist so langweilig, ja, gab es also dieses Grün, es gab Weiß, es gab Rot und es gab Hellblau. Das Ganze war so absurd, dass ich sogar, weil ich so gelangweilt war, Kleider gestrickt habe mit diesen blauen Filzdecken hier als Ärmelchen. Völlig bescheuert. So, und dann habe ich diese Lappen zur Schneiderin nach Campos gebracht, zur Marga, neben der Post, wunderbare Frau. Und die hat die dann richtig ausgefüllt, ja, mit Futter. Also, will sagen, die Leute, die sich langweilen, die können vielleicht anfangen zu stricken. Die Leute, die sich nicht langweilen, die können, ich weiß nicht, anfangen, machen ihre Sachen weiter. Aber irgendeine Kreativität ist immer ganz gut, wenn man sich langweilt. Und ich erzähle das auch, weil die eine Freundin rief mich heute an und sagt, sie hat eine Depression, es geht gar nichts. Die andere kann sich nicht bewegen, die andere sucht einen Mann, die andere weiß schon nicht mehr, was in ihrem Zimmer malen soll. Und jetzt kriege ich den Dreh zum Thema Verkaufen, weil klar, was redet die da? Also Verkaufen. Ich habe dann tatsächlich 231 Taschen produziert. In klein, in groß, in ganz groß, diese bescheuerten Kleider, Jacken, Kissen. Und dann habe ich diese Taschen ins Internet gestellt. Vielmehr, das hat meine Freundin Daniela gemacht aus Berlin. Die hat diese Taschen ins Internet gestellt. Dann haben wir eine Tasche verkauft, eine Tasche für 10 Euro. Und dann hat die Frau, die die Tasche gekauft hat, sich beschwert und hat gesagt, das Blau der Tasche, als sie dann angekommen ist, war nicht identisch mit dem Blau auf dem Bildschirm. Und dann habe ich gedacht, im Arschentrötchen, Kölner verstehen, was das bedeutet. Ich werde keine Taschen mehr verkaufen und habe allen Freundinnen gesagt, Leute, bis ihr alt werdet, kriegt ihr jetzt immer zu Weihnachten und zum Geburtstag eine Tasche. Ich habe ja 200 Taschen noch übrig. Also in diesem Sinne, man kann kreativ sein und es bringt trotzdem nichts, aber es ist was zum Lachen. Also tschüss, bis Montag.